Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Diesmal ganz spontan entstanden, ohne Vorsatz. In dem Video möchte ich euch zeigen, wie ich dieses Leitkabel von meinem Gardena Rasenroboter wieder repariere. Das Kabel selber ist mir heute kaputt gegangen, als ich mit dem großen Rasenmäher diese Kante abgefahren habe. Und da hat es das Ganze wahrscheinlich angehoben und das Kabel einmal durchgesenkt, trotz dessen das relativ tief in der Erde drin ist. Dieses Kabel möchte ich heute reparieren, damit der Rasenroboter dann am Wochenende wieder fahren kann. Für die Reparatur braucht ihr vom Prinzip her nicht viel. Im Idealfall reicht ein wasserdichter Kabelverbinder wie dieser hier. Die gibt es als Originalzubehör von Gardena zu kaufen oder in meinem Fall von 3M. In der Großpackung. Und für den Fall, dass die Kabelhälften nicht mehr lang genug sind, um sie eben einzufügen, links und rechts in diese beiden Löcher, benötigt ihr weiterhin eben noch weiteres Steuerkabel. Im Regelfall hat man das nach der Installation noch übrig, oder zumindest sollte man sich ein paar Reste aufheben, bevor man die entsorgt. Eine Kombizange, um diese Verbinder dann zuzupressen, und einen Seitenschneider. Zunächst versuche ich natürlich, das Kabel ohne groß Rumgestückle wieder zusammenzubekommen. Und diese Adapter, die ihr hier seht, sind so aufgebaut, dass insgesamt 3 Kabel eingeführt werden können in diese kleinen Löcher hier. Und sobald die Kabel bis zum Anschlag drinne stecken, wird diese Erhöhung hier oben nach unten gepresst. Man sieht dort, ich halte es mal ein bisschen näher ran, diese Kontaktstifte, die klemmen sich dann jeweils in die Kabel ein. Damit wird eine Verbindung hergestellt. Das Ganze ist gefüllt mit einem Fett, dass das Ganze eben komplett wasserdicht ist. So, um das Ganze am Stück zu reparieren, wäre es also nötig, dass ich das Kabel auf der einen Seite bis zum Anschlag hier hinten ran schiebe. Ich versuche das jetzt mal so zu halten, dass man das erkennen kann. So, und das andere Kabel müsste demzufolge auf der anderen Seite rein. Man merkt jetzt schon, die Kabel, das ist einfach, das reicht nicht. Also werde ich jetzt eins machen, ich werde das Kabel anstückeln müssen. Deswegen habe ich mir bereits vorab schon einen zweiten Verbinder geholt und das Ganze läuft wie folgt. Zunächst schaue ich mir die Kabelenden an, wie sie abgeschlagen wurden. Die sind beide relativ beschädigt. Deswegen mache ich jetzt eins. Ich fange mal auf dieser Seite an, da ist weniger Platz. Ich schneide das Kabel hier nach der Beschädigung sauber ab. Und gleichzeitig nehme ich mir schon ein Stückchen vom Ersatzkabel. Das brauche ich jetzt auch an dieser Stelle. Schneide das auch bündig ab. Und dann wird dieses Kabel, viel weiter raus möchte ich es jetzt gar nicht ziehen, in diese Öffnung hineingesteckt. Man merkt einen kleinen Widerstand, wirklich bis zum Anschlag rein. Und das zweite Kabel auch gleich bis zum Anschlag rein. Aufpassen, oder man sieht das ja hier oben dann recht gut, den grünen Kabel, wie sie da oben rauskommen. Anschließend wird das Ganze dann einfach mit der Wasserpumpenzange zusammengepresst. So, man merkt das spürbar, wenn das dann zueinander greift, dann ist es dicht. Und dann kommt dann hier auch das Fett raus. Und nun kommt die Ablenkung auf die andere Seite. Auch hierzu schneide ich zunächst das beschädigte Stück ab. So. Dann möchte ich das später ungefähr so verlegen. Das heißt, das Kabelende müsste ungefähr dann hier liegen. Ein bisschen mehr schadet in dem Fall nicht. Abschneiden geht immer. Und hier das gleiche Spiel. Auch hier das Ganze bis zum Anschlag. Die scheint nicht richtig funktionieren. Ja, dann nehmen wir eine andere. Da fehlt der Deckel. Na toll. Anschlag, auch die andere bis zum Anschlag, bis auch hier auf beiden Seiten oben das grüne Kabel wieder sichtbar wird. Und auch diese Hälfte wird dann mit dem mit
der Zange. Zack, Tronne. Somit wären die Kabel zunächst verbunden und im nächsten Schritt solltet ihr dann nachschauen in eurer Station, ob das Kontrolllicht, ob die Kontroll-LED leuchtet, ob sie an ist. Und wenn die an ist dann, und das Ganze funktioniert, werde ich im nächsten Schritt dann hier das Ganze noch ein bisschen wieder eingraben und dafür sorgen, dass mein Rasenmäher beim nächsten Mal eben nicht wieder das Kabel rausholen kann und zerstückeln kann. So, Profi-like mit einem Schraubendreher, großen. Zunächst einen kleinen Kanal für das Kabel. So. Erster Streich. Und das zweite kommt dann ungefähr auf diese Höhe. Das Ganze werde ich jetzt hier noch mit einem kleinen Erdanker fixieren und anschließend wächst der Rasen da auch ganz normal wieder drüber. Dass da in ein, zwei Wochen davon auch nichts mehr zu sehen sein sollte.